So, was machen wir heute noch? Kleiner Nachtrag, weil das in den Übungsgruppen in beiden, glaube ich, ein bisschen schwierig war mit der Peano-Axiomatik. Da zeige ich Ihnen heute eine Alternative, wo etwas klarer ist, was da eigentlich die Eins ist. Das war irgendwie in beiden Übungsgruppen, glaube ich, ein bisschen schwierig. Dann kommt aber das nächste Thema Stellenwertsysteme. Und ich müsste eigentlich es schaffen, noch zu den Primzahlen zu kommen. Wäre jedenfalls nicht schlecht. So, also ursprünglich habe ich das ja so formuliert gehabt. Da steht, es sei n eine Menge. Da ist schon mal das Erste, was so ein bisschen ungeschickt ist. Man müsste da eigentlich schreiben, es sei x eine Menge. Und dass man da gar noch nicht das Symbol für die natürlichen Zahlen nimmt, sondern sagt, ah, irgendeine Menge und da ist irgendein Objekt drin. Das müsste man auch nicht unbedingt 1 nennen. Das könnte man Fritz nennen, ja, egal. Und dann stehen da unten die Eigenschaften, die das erfüllen muss. Und am Ende sagt man dann, das sind die natürlichen Zahlen und die werden auch abgekürzt geschrieben mit n. Es entsteht aber mindestens ein Problem dann immer noch, nämlich was ist eigentlich die 1 und sind diese Axiome 1 und 3 überhaupt voneinander unabhängig? Und also ich würde sagen, nein, weil was die 1 definiert, steht eigentlich in Axiom 3 drin. Ist x-Element n, dann ist f von x ungleich 1, heißt die 1 ist das Element oder ist ein Element, besser gesagt, das keinen Vorgänger hat oder, um es noch genauer zu sagen, das nicht Nachfolger von irgendeiner Zahl ist. Und wenn man das so machen würde, das so ein bisschen umformulieren, dann sieht das so aus, dann kann man sich das P3 quasi sparen, schreibt es sei x eine Menge, ferner f eine Abbildung. Und dann schreibt man einfach, es gibt ein 1-Element x, sodass für alle x-Element x gilt, f von x ist ungleich 1. So, jetzt können Sie immer noch sagen, ah, warum nennen Sie das denn 1? Ja, gut, ich könnte es auch klein x0 oder klein x1 oder sowas nennen, wenn Ihnen das lieber ist. So, und der Rest kann aber bleiben. Aber das P3 braucht man in diesem Fall dann nicht mehr. Auch wenn da jetzt oben x steht, das sind natürlich immer noch die ganz normalen natürlichen Zahlen, die dadurch definiert werden. Aber 1 ist lediglich irgendein x aus der Menge x, das keinen Vorgänger hat oder als Anfangselement bezeichnet wird. Und dass das Element keinen Vorgänger hat, heißt einfach, dass es von der Nachfolgerfunktion nicht als Funktionswert angenommen wird. Jede Menge, die diese Axiome erfüllt, sind dann letztlich die natürlichen Zahlen. Klingt ein bisschen komisch, aber wir schauen uns jetzt an, was das meint. Ein erstes Beispiel wären die natürlichen Zahlen, wo wir die 0 dazugeben. Wenn wir hier sagen, 0 ist das 1-Element und die Nachfolgefunktion ist wieder x plus 1, dann haben wir in diesem Moment wieder eine Menge, die alle Peano-Axiome erfüllen würde. Nur, dass wir eben das, was bei uns normalerweise die 1 war, jetzt 0 nennen. Und wenn wir uns ansehen, wir hätten die Menge, die mit 1/2, 3/2, 5/2 und so weiter gebildet wird, dann wäre das auch so, wenn wir die Nachfolgefunktion wieder nehmen x plus 1 und 1/2 als 1-Element, dann würde die auch alle Peano-Axiome erfüllen. Und 1/2 ist wieder in dem Sinne das 1-Element, dass es eben selbst nicht als Wert dieser Nachfolgerfunktion auftaucht. Wir können das auch noch etwas komplizierter machen. Wir können sogar die ganzen Zahlen hernehmen und nehmen hier 0 als Anfangselement. Und dann definieren wir die Nachfolgefunktion so etwas kompliziert. Der Nachfolger von der 0, das ist die 1. So, und dann definieren wir, der Nachfolger jeder positiven Zahl ist immer die betragsmäßig gleiche Zahl, die negativ ist, also minus x. Der Nachfolger von 1 wäre in diesem Fall minus 1. Jetzt gucken wir nach, für negative Zahlen nehmen wir wieder minus minus 1, sind wir bei plus 1. Plus 1 sind wir also bei plus 2. Jetzt sind wir bei plus 2. Bei plus 2 gucken wir wieder nach, aha, soll ich wieder das Vorzeichen wechseln, bin ich bei minus 2. Bei minus 2 würde ich jetzt wieder Vorzeichen wechseln, bin ich bei plus 2 und 1 weiterzählen, bin ich bei 3. Und so entsteht jetzt auch etwas, das im Prinzip die natürlichen Zahlen sind. Wir springen halt von der 0 erst sozusagen entlang der Zahlengerade einen nach rechts, landen auf der 1, dann zwei nach links, landen auf der minus 1, dann gehen wir auf die
plus 2 und dann gehen wir auf die minus 2 und immer so weiter. All diese Strukturen wären jetzt mit der hier angegebenen Nachfolgefunktion isomorph, also gleichwertig zu den natürlichen Zahlen. Was man beachten muss, Addition, Multiplikation und Anordnung sind je nach f von x aber gegebenenfalls anders definiert als in den normalen natürlichen Zahlen. Wir hatten zum Beispiel gesagt, dass x plus 1 immer bedeutet, man bestimmt den Nachfolger von x in dieser neuen Menge, die wir haben. Das wäre aber dann zum Beispiel bei dieser Menge z so, dass 0 plus 1 wäre, den Nachfolger von 1 zu bestimmen. Und der Nachfolger von 1 ist aber dann minus 1. Das heißt, was wir letztlich gemacht haben, wir haben die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, denen haben wir andere Namen gegeben. Das, was normalerweise 1 heißt, heißt bei dieser letzten Menge z 0. Das, was normalerweise 2 heißt, heißt bei dieser letzten Menge z 1. Was normalerweise 3 heißt, heißt minus 1 und so weiter und so fort. Jetzt vielleicht noch zu Peano-Axiom 5. Welche Bedeutung hat das? Nun, dabei geht es um induktive Mengen. Eine induktive Menge ist eine Menge, die eine Teilmenge von diesem x ist, in der das 1-Element enthalten ist und bei der es immer so ist, dass wenn das Element x drin ist, automatisch auch sein Nachfolger drin ist. Und was jetzt das P5 verbietet, ist, dass es eine echte Teilmenge von A gibt, die das erfüllt. Das heißt, jede Teilmenge, die ich finde, wo das 1 drin ist und wo gilt, mit x ist auch immer sein Nachfolger in dieser Menge, jede dieser Mengen ist schon immer die ganze Menge selbst. Wir schauen uns jetzt mal ein Gegenbeispiel an. Nehmen wir die Menge, die enthält alle Brüche mit Nenner 1/2, also 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 und so weiter. Und wir nehmen als Nachfolgerfunktion x plus 1. Jetzt können wir als 1-Element 1/2 nehmen oder 2/2, weil weder 1/2 noch 2/2 haben in dieser Menge einen Vorgänger. Nehmen wir mal 2/2 als 1-Element. Dann könnten wir eine Menge bilden, in der sind 2/2, 4/2, 6/2, 8/2. Für diese Menge würde aber genau das gelten, was in diesem ersten Spiegelpunkt steht. Das 1-Element 2/2 ist drin und wenn irgendein x drin ist, zum Beispiel 4/2, dann ist auch immer sein Nachfolger drin, nämlich 6/2. Und von 6/2 ist 8/2 drin. Aber trotzdem ist das noch nicht die ganze Menge x, weil 1/2 ist nicht drin, 3/2 ist nicht drin, 5/2 ist nicht drin. Wir könnten das auch umgekehrt machen. Wir könnten auch sagen, 1/2 ist das 1-Element. Dann hätten wir die Menge, die enthält 1/2, 3/2, 5/2, 7/2. Aber da würden uns dann 2/2, 4/2, 6/2, 8/2 fehlen. Das heißt, wenn wir diese Menge x nehmen mit der Nachfolgefunktion x plus 1 und wir nehmen entweder 1/2 oder 2/2 als das Anfangselement, dann ist das P5 verletzt. Wir können das reparieren, indem wir einfach die Nachfolgefunktion verändern und sagen, die Nachfolgefunktion ist x plus 1/2. Dann hätten wir nicht nur noch ein Anfangselement, 1/2. Und dann wäre das wieder so, wenn wir ein Element drin haben und mit diesem Element immer auch seinen Nachfolger, dann haben wir schon die ganze Menge. Aber was wir dann im Prinzip wieder nur gemacht hätten, wäre, wir hätten die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4 einfach umbenannt in 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Gut, das war das nochmal kurz zu dem Peano-Axiom. Jetzt geht es zum Thema Zahlen darstellen und Zahldarstellungen verwenden oder Stellenwertsysteme. Und für den Anfang gibt es dort jetzt eine kleine Interaktion. Und zwar sollen Sie sich mit der Frage beschäftigen, wenn Sie 4 Gewichte haben, 1 Gramm, 3 Gramm, 9 Gramm und 27 Gramm und Sie sollen damit Wiegstücke wägen auf einer Balkenwaage und Sie dürfen diese Wiegstücke auch auf dieselbe Seite legen wie das Wägstück oder halt auf die andere Seite. Welche Gewichte können Sie dann abwiegen? Es ist schon mal klar, höchstens 40, weil 1 plus 3 plus 9 plus 27 ist 40. Mehr können Sie nicht abwiegen. Aber die Frage ist, welche Gewichte können Sie sonst noch abwiegen? Also, jetzt sind Sie dran. Jetzt hat jemand seine Antwort wieder zurückgezogen. Nein. Okay, schauen wir mal.
Alle bis 40 gehen. Alle Gewichte. So, müssen wir mal gucken, was hatten Sie so als Antwort? Ja, 1, 3, 9, 27. Alle zwischen 1 und 40, ja, genau. Es gehen tatsächlich alle. Jetzt ist natürlich für uns eher die Frage, A, was hat das mit Stellenwertsystemen zu tun? Und B, wie kann man sich das allgemein ansehen? Ah, da habe ich meinen Kuli. Ja, ich hätte mir das so überlegt. Ich weiß nicht, wie Sie sich's überlegt haben. Es gibt sicherlich leichtere Überlegungen oder unter Umständen. Also eins ist mal, ich habe mir gedacht, was hat das mit der Darstellung in Stellenwertsystemen zu tun? Naja, wenn Sie eine Zahl haben, zum Beispiel diese hier, im Stellenwertsystem zur Basis 3, schreibt man da ja auch manchmal ganz gerne, dann ist das ja so, also wenn Sie eine Zahl haben im Stellenwertsystem zur Basis 10, dann würden Sie ja sagen, das ist 1 mal 100 plus 1 mal 10 plus 1 mal 1. Oder wenn Sie das etwas vornehmer hinschreiben, 1 mal 10 Quadrat plus 1 mal 10 hoch 1 plus 1 mal 10 hoch 0. Und genauso funktioniert das im Dreiersystem. Da haben Sie also vorne 1 mal 3 hoch 2 plus 1 mal 3 hoch 1 plus 1 mal 3 hoch 0. So, jetzt ist aber 3 hoch 2 ist gleich 9, 3 hoch 1 ist gleich 3 und 3 hoch 0 ist gleich 1 und 3 hoch 3 ist gleich 27. So, jetzt haben wir von allen mal ein Gewicht. Da denke ich mir, was schon mal gar kein Problem ist, ist all diese Zahlen darzustellen. 1, 1, 0, also 1 ist gleich 1, 1, 0 ist gleich 3, im Dreiersystem. 1, 1 ist 3 plus 1 ist 4. Die kann ich sicher hinlegen, weil ich habe ja ein 1er-Gewichtsstück und ein 3er-Gewichtsstück. Die lege ich einfach auf eine Seite meiner Waage. So, und jetzt geht das immer so weiter. Also die kann ich auf jeden Fall schon mal legen. Nur wird hier jetzt, das nächste ist dann 103. Das ist 9 plus 0 plus 0 ist 9 hoffentlich. Kleine Gedenksekunde. So, 1013, das geht offensichtlich auch 10. So, und so geht das immer weiter. Also das scheint schon mal unproblematisch zu sein. Aber man sieht, da kriegen wir nicht alle. Ne? Da fehlt jetzt zum Beispiel die 2. Für die 2 bräuchte ich eigentlich 2 Einerstücke. Oder ich mache das anders. Ne? Jetzt kommt ja das, dass ich auch auf die andere Seite legen darf. Also auf die eine Seite legen heißt quasi Plus. Nur da sage ich, hier habe ich 1 und hier lege ich einmal den Dreier hin und hier lege ich einmal den Dreier plus den Einer hin. So, und jetzt ist die Frage, wie komme ich zum Beispiel an die 2 heran? Die 2 wäre im Stellenwertsystem zur Basis 3, ja, immer noch die 2. Die kann ich aber nicht als 2 Einerstücke hinlegen, weil ich habe ja nur ein Einerstück. Aber ich könnte mir das jetzt so denken, dass ich sage, naja, das ist ja eigentlich 10 im Dreiersystem minus 1 im Dreiersystem. 10 im Dreiersystem ist 3 minus 1 ist gleich 2. So, und jetzt heißt das einfach, ich lege das hier halt auf die andere Seite rüber. Ich male Ihnen mal das Bild dazu. Hier liegt der Dreier und auf der anderen Seite liegt der Einser plus das, was Sie eigentlich wiegen wollen, das ist der Zweier. Wenn Sie was auf dieselbe Seite legen wie das Gewichtsstück, dann ziehen Sie das quasi von dem Gewicht, was auf der anderen Seite liegt, ab. Kennen Sie auch? Ihnen haben alle mal in der Schule für das Gleichungslösen die Leute das Waagemodell gebracht. Die haben gesagt, also wenn auf der einen Seite, du kannst sozusagen auf beiden Seiten was abziehen, dann ist das wieder im Gleichgewicht. So, und jetzt überlege ich mir das genauso. Wie komme ich eigentlich an die 4? Ja, wie komme ich an die 4? Was ist die 4 im Dreiersystem? Die 4 geht eh, das ist uninteressant. 5. Was ist die 5 im Dreiersystem? Die 5 im Dreiersystem ist 1, 2 und ein 3, weil 1 mal 3 plus 2. 3 plus 2, also 1, 2 im Dreiersystem. So, jetzt überlege ich mir wieder, 100 könnte ich hinlegen, das ist einfach das 9er. 100 ist der 9er. Lege ich auf die, und jetzt muss ich wieder gucken, kann ich das auf der anderen Seite abziehen? Ja.
Wenn ich 9 habe, muss ich 4 abziehen. Wie 4 aussieht, weiß ich aber schon, das ist 1, 1. Also lege ich auf die andere Seite 1, 1. Und wenn man das noch ein bisschen fortsetzt, das mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht, sieht man, irgendwann wiederholt sich das und sie kommen immer wieder in die Zahlen von oben. Und an irgendeiner Stelle, müsst ihr jetzt mal nachschauen, ich habe das einmal komplett durch, wenn sie jetzt bei der 7 ankommen, dann wird es zum ersten Mal kompliziert. Die 7 ist die 21, da brauchen sie also die 100 im Dreiersystem und müssten dann 2 davon abziehen. 9 minus 2. So, jetzt gucken Sie, was die 2 ist. Die 2 ist 10 im Dreiersystem minus die 1. Also haben Sie da 103 minus 10, 3 plus 1. Das heißt also, alles, was plus ist, legen Sie auf die Seite, wo nicht das Gewicht liegt. Das ist der 100er ist 9. 100 heißt immer 9. Und den 1er legen Sie auf die eine Seite. Sie liegen da 10. Und auf die andere Seite müssen Sie liegen minus die 10 im Dreiersystem. Das ist 3 plus das eigentliche Wägstück. So, und da sehen Sie wieder, 9 plus 1 ist gleich 3 plus das Wägstück ist 7. Und jetzt wiederholt sich das nur noch. Alle Zahlen, die Sie jetzt weiter noch aufschreiben können, wiederholen nur noch, können Sie immer irgendwas von hier oben einsetzen und damit kommen Sie auf 40. Gibt wahrscheinlich auch leichtere Möglichkeiten. Von Ihnen hat wahrscheinlich jemand eine leichtere Möglichkeit gefunden. Ganz leicht wäre es, wenn Sie einfach mindestens 2 Wägstücke davon haben, dann ist es klar, dann können Sie sogar mit nur die Wägstücke auf die eine Seite legen auskommen, weil außer 1, 2 und 0 kommt im Stellenwertsystem zur Basis 3 ja gar kein Stellenwert vor und Sie können dann quasi alle Gewichte, wenn Sie von jedem 2 haben, bis 80 wägen, indem Sie sogar die Gewichtsstücke nur auf eine Seite legen. Und mit der zweiten Seite hat man halt noch diese Minusschieberei. So, das sollte aber eh nur so ein bisschen Sie wach machen. Machen wir mal weiter. Ja, was gibt es so für Bezeichnungssysteme für Zahlen? Erstmal Wörter, 1, 2, 10, 11, 100. Immer wieder der Streit im Deutschen, ob das im internationalen Vergleich Nachteile bringt, dass wir 21 sagen und nicht, wie es richtig wäre, 20, 1. Ja, also, dass wir falsch rum quasi die Zahlen benennen. Gibt es viel Streit drum? Noch keine eindeutige Meinung, ob uns das wirklich großartige Nachteile bringt. Ich glaube, da bringen uns andere Dinge mehr Nachteile. Dann gibt es... Es gibt schon Länder, die haben noch kompliziertere... Genau, ja, ja. Und die rechnen aber auch nicht unbedingt schlechter als wir. Ja. Also das ist so ein bisschen Fadenschein. Aber es gibt in Deutschland so einen Verein, der heißt 20-1. Der versucht, das durchzusetzen, dass man die Zahlwörter korrekt rum sagt. Ja, die gelten aber eher so als Spinner. So. Auch der Volksschüler wäre es gut. Ja, ja, sicher. Also auf dem Level ist es schon was zu lernen ist. Aber ich denke dann auch, es gibt dann andere Dinge, wie zum Beispiel, dass das Stellenwertsystem als solches gar nicht verstanden ist, was da eigentlich passiert. Fragen Sie mal eine Volksschullehrerin, woher man sich eigentlich beim Abziehen da die Sachen borgt. Oder fragen Sie sich das mal selbst. Da merken Sie, wie wenig Sie eigentlich den Subtraktionsalgorithmus verstanden haben. Wo kommt eigentlich diese 1 daher? Vom oberen oder vom unteren? Oder wo kommt die jetzt eigentlich genau her? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Reden wir jetzt nicht drüber, sonst komme ich hier völlig aus dem Takt. Zahlsymbole gibt's, so die wir haben, aber da zum Beispiel auch diese römischen Zahlzeichen. Oder man kann auch was mit Strichen machen. Ja, und Zahlnamen und Symbole sind historisch gewachsen und im Prinzip willkürlich. So, eine Kollegin von mir, das ist jetzt eher für die Lehramtsleute, die hat in der Anfang-Unterstufe versucht, das Stellenwertsystem nochmal irgendwie so klar zu machen und hat Schülern so verschiedenes Material gegeben, mit dem die Dinge rechnen sollten, unter anderem Erbsen und Steine verschiedener Größen. So, und dann sollten die zum Beispiel 18 geteilt durch 5 rechnen. Das ist jetzt, bevor die Bruchrechnung anfängt, dann ist das ja 3 Rest 3. Das hat noch gut geklappt, aber die ganzen anderen Beispiele, da waren irgendwie die Zahlen zu groß, die konnten sie nicht darstellen. So, und dann war der Impuls, naja, was könnte man denn mit den Kieselsteinen anders machen? Und die Idee ist dann, und die ist halt irgendwie wichtig, dass man sagt, ich nehme einfach, nicht jeder Stein repräsentiert 1, sondern ich nehme die größeren Steine quasi her und repräsentiere damit 10 und 100. Und das Interessante ist ja, dass im Grunde genommen, wenn man in die
so da, wo so das Zählen und Rechnen so entstanden ist, also so in das Gebiet des ehemaligen Irak, so geht so Uruk, Ur, da die ersten Städte in Mesopotamien, da war das tatsächlich so, dass die mit so Steinen gerechnet haben, also wenn das hier meinetwegen, da gibt es so den Einerstein, dann gibt es diesen Zehnerstein und dann gibt es witzigerweise als nächstes einen 60er-Stein, der sieht so aus und dann geht das weiter mit 600, das ist so ein großer Ball und dann geht das, und dann das wechselt immer ab mit 10 und 6, ist also 60er-System. Das ist tatsächlich erst mit den Steinen gemacht worden, also das hat man gefunden, so Steine, die so aussehen, und dann haben die das aber einfach auch in Tontafeln eingeritzt irgendwann. Und so sind tatsächlich so die ersten Stellenwertsysteme auch entstanden. So, was wäre wichtig für zweckmäßige Zahlsymbole? Einfache und leicht durchschaubare Systematik. Im Prinzip will man beliebig große natürliche Zahlen abbilden, möglichst mit endlich vielen verschiedenen Zeichen. Das ist nicht immer erfüllt. Zum Beispiel ägyptisches Zahlzeichensystem, wo sie für jeden Stellenwert ein neues Ding einführen. Die Millionen ist dann so ein Pharao oder sowas. Da brauchen sie ja dann immer für höhere Dings bräuchten sie immer neue Zeichen. Das ist eigentlich nicht zweckmäßig. Man soll nicht zu schnell zu langen Bezeichnungen führen. Deswegen ist so im üblichen Gebrauch das Binärsystem eher nicht so geschickt. Ja, da können sie vielleicht noch als Schüler auskommen, der ganz kleines Taschengeld hat. Aber sonst wird es irgendwann schwierig. Und die gestatten möglichst die Grundrechenarten bequem durchzuführen, also irgendwie algorithmisch. So, schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte. Hier sehen Sie so zwei Wirtschaftstexte, da sehen Sie das auch so ein bisschen, wie ich erzählt habe. Die hat man dann versucht zu entschlüsseln und hat halt festgestellt, da wird irgendwie immer abgebildet, einerseits, was da gebuchhaltet wird auf der linken Seite. Sie müssen sich jetzt um 90 Grad gedreht eigentlich vorstellen, sieht man so Krüge und auf der rechten Seite ist das eigentlich Getreide und irgendwie sowas, was gezählt worden ist. Und jetzt weiß man, also diese Dinger, die so ein bisschen aussehen wie ein Auge, das sind die Einer und diese runden Dinger, die sind der nächstgrößere Stellenwert. So, und wenn man jetzt mal guckt, hat man, und man weiß, also das linke ist immer die Vorderseite von so einer Tontafel und das rechte, was daneben ist, ist die Rückseite von so einer Tontafel. Und da sind Additionsaufgaben drauf. Zum Beispiel auf der linken Tontafel steht 1, 2, 3, 4, 5 unten und oben sind 7 und so ein schwarzer Fleck und 5 plus 7 und der schwarze Fleck ergibt 2 plus 2 schwarze Flecken. Und jetzt versucht man dann rauszukriegen, was ist dann der zweite Stellenwert? 5 plus 7 und ein schwarzer Fleck kommt hinzu, klingt nach einem Zehner. Ne? Jetzt gucken wir mal rechts, da haben wir 3 plus 3 plus 3 plus 3 sind 12 und es kommen 2 schwarze Flecken raus, da sind es Sechser. Also da einmal ist scheinbar, steht der schwarze Fleck für einen Zehner und einmal steht der schwarze Fleck für einen Sechser. Und tatsächlich hat man bis 1980 gesagt, auf einer der beiden Tafeln wird er sich verrechnet haben. Und dann hat man aber in den 80er, so späte Mitte 80er Jahre, haben die angefangen, so massenweise diese Tontafeln mit so 3D-Scannern einzuscannen und hatten dann sehr viele dieser Texte und haben einfach festgestellt, durch Data Mining quasi, dass es ganz viele Aufgaben gibt, wo das mit 10 als Wechselzahl ist und ganz viele Aufgaben mit 6 und dass das einfach vom Kontext abhängt. Also die haben je nach Kontext andere Bündelungsgrößen gehabt. In dem Getreidebeispielen ist die Bündelungsgröße immer 6 die erste und in diesem Krüge-Dings ist die Bündelungsgröße einfach 10. Und dann gibt es noch andere, das nennt man dann auch metrologische Zahlzeichensysteme. Hat jetzt nichts mit gutem Wetter zu tun oder so. Metrologie ist die Kunst oder die Lehre von den Maßen und Gewichten und so weiter. Ein Buchstabe macht da den Unterschied. Die meisten Objekte werden in diesem Sechsagesimalsystem gezählt, wo also immer abwechselnd die Bündelungsgröße 10, 6, 10, 6 und so weiter ist. Da gibt es welche hier für rationierte, da gibt es Bisechsagesimalsystem, da wird also manchmal auch noch verdoppelt, also das Einstellenwert das Doppelte. Dann gibt es noch die Hohlmaße für Getreide, da haben sie 5, 6, 3 und 10 als Wechselzahlen. Das wäre jetzt so 3000 vor Christus irgendwie, 3600 bis 3000 vor Christus. Und dann um 2000 vor Christus hat man angefangen mit so vereinfachten Zahlzeichen, da steht Strich für ein Einser.
unten so ein Haken steht für einen Zehner. Schreibt man 3 zum Beispiel so, 14 so, 33 so. Und jetzt ist eben das Neue, dass da zum ersten Mal Stellenwerte sind. Also man hat dann irgendwann nur bis 59 hat man das gemacht. Und bei dem 60er hat man gesagt, ich schreibe vor die 10er wieder einen Strich. Der zählt jetzt die 60er. Und dann geht das wieder neu los, bis man 60 mal 60 hat. Und das ist sozusagen dann die erste Verwendung von so einem Stellenwertsystem. In gewisser Weise. Sie haben aber immer noch innerhalb des Stellenwerts dann quasi so, nicht wie wir. Wir schreiben ja für 1 und 2 und 3 einfach verschiedene Zeichen. Und die machen das wirklich noch so. Die wiederholen halt dreimal den Strich, wenn sie 3 zählen wollen. Und machen da tatsächlich bis zu 9 Striche hin, bevor sie dann so einen Haken, bevor sie so einen Haken machen. Und dann machen sie von den Haken, machen sie bis zu 5 hin, bevor sie dann sagen, sie malen wieder einen Strich davor. Hat auch gewisse Nachteile, weil man dann hat man ein kleines 1x1 bis 59. Und die haben ein kleines 1x1 bis 9. Das ist doch etwas zweckmäßiger. Aber es ist zumindest algorithmisches Rechnen damit möglich. Und ein weiteres Problem ist, dass keine Null haben. Also können Sie bei sowas zum Beispiel gar nicht sagen, ist das jetzt 12 mal 60 plus 20 plus 2? Oder ist da vielleicht hinten, fehlt da vielleicht was? Und das ist eigentlich 12 mal 60 Quadrat. Plus 20 mal 2 mal 60. Sie haben halt keine Null hinten und das muss dann immer durch den Kontext klar werden, was Sie da jetzt gerade meinen. Und es geht noch weiter, die haben nämlich auch Kommazahlen gehabt quasi, also die hatten auch 60stel, 360stel und so weiter. Das, was da steht, könnte sogar ein Bruch sein. Das muss dann durch den Kontext immer irgendwie dazugeschrieben werden. Ist also noch nicht ganz perfekt so. Aber man kann damit in gewisser Weise algorithmisch rechnen und da hat es halt schon deutliche Vorteile gegenüber die ja sehr viel später gebräuchlichen griechischen und römischen Zahlzeichen, die ja ganz gleich funktionieren und tatsächlich für Stellenwerte immer neue Zeichen eingeführt haben. Da schreiben wir halt den Einer mit so einem Strich, den Zehner dann mit einem X oder in dem Griechischen mit diesem Delta, dann den Hunderter mit dem C oder dem H und so weiter. Und irgendwann hat man dann, um das ein bisschen sparsamer zu machen, ja in bei den römischen Zahlzeichen auch noch zumindest die 5er, 50er und 500er eingeführt. So, das müssen wir, glaube ich, nicht so lange machen. Wie liest man römische Zahlzeichen? Ja, also 5, was steht da? X und dann steht da IV. Immer wenn das I davor steht, heißt das Minus und dann plus 5, also ist das 14 und so weiter. So, die führen relativ schnell zu relativ langen Bezeichnungen und es ist die Hölle, damit zu rechnen. Hat auch niemand gemacht. Also die haben da nicht mit gerechnet. Das sind Schmuckzahlen, die man irgendwo hinschrieb. Wo man mit gerechnet hat, ist halt so ein Abakus. Oh, das habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und nochmal aus Geschichte der Mathematikvorlesung den Abakus rausgeholt. So, wo ist er denn? Ah, da. So, ich mache jetzt hier nur Plus. Sie können mal gucken, von mir gibt es so ein Video, wo ich auch die Multiplikation am Abakus erkläre. Die Addition ist eigentlich recht leicht und hier für uns, damit man es etwas leichter liest, das ist so, wenn Dinge auf den Linien liegen, dann sind die immer 1, 10, 100, 1000 und so weiter. Und wo Kugeln zwischen den Linien liegen, sind die immer 5, 50, 500 und so weiter. So bis ganz weit ins Mittelalter ist so gerechnet worden. Das ist quasi erst bei Adam Ries, wo dann dieses Rechnen auf den Linien abgelöst wird durch die schriftlichen Rechenverfahren, die Sie kennen. So, wie addiert man da jetzt? Ja, das ist halt so. Also hier haben Sie das Lesen. Jetzt lesen wir die Zahl nochmal. Also 100 plus 50 plus 20 ist 170 plus 5 ist 175 plus 3 ist 178. So entsteht die Zahl oben und die Zahl unten 500 plus 20 plus 5 plus 1 ist 126. So und jetzt gibt es da immer zwei Schritte. Der erste Schritt ist, man schiebt einfach alles nach oben. So. Jetzt sieht das schon aus, natürlich, weil mein Dings das mitrechnet, als wäre ich fertig. Aber jetzt muss man, das ist der erste Schritt, man schiebt die beiden zusammen. Und jetzt muss man noch gucken, liegen auf irgendeiner Linie oder in irgendeinem Zwischenraum mehr als 5? Wenn ja, dann schiebt man eine Spalte weiter und nimmt die anderen 4 weg. Weil normalerweise sollen auf so einer Linie ja nie mehr als 5 liegen, weil der nächste Stellenwert ist ja, ne? So, also jetzt müssen wir mal nachgucken. Wo haben wir 5? 1, 2, 3, 4, hier haben wir kein Problem. Hier haben wir 2 Fünfer, genau, das geht auch nicht.
Also auf den Linien immer, wenn 5 liegen, und in den Zwischenräumen dürfen keine 2 liegen. So, das heißt, hier müssen wir einen weggeben, ja, und den einen hier rüberschieben. So. Sie sehen, das hat jetzt die Zahl nicht verändert, ist immer noch die 704. Ist wieder hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eigentlich auch nicht okay. Schieben wir hier einen rüber und die anderen 4 können wir jetzt raushauen. 2, 3, 4. Den muss ich auch noch raushauen. So, jetzt bin ich immer noch bei 704. Okay, jetzt passt aber, ne? Jetzt habe ich nirgendwo mehr Illegale liegen. Oder doch, hier sind auch noch wieder 2. Okay, also den einen hier rüber und den anderen hier raus. So, und jetzt würde man dann die Zahl am Ende ablesen. 500 plus 200 plus 4 ist 704. Und irgendwie die Leute haben dann so Handgriffe im Prinzip entwickelt, wo die das dann ganz schnell mit hingekriegt haben. Und am Abakus, also an einem Schiebeabakus, funktioniert es im Prinzip genauso. Gut, Stellenwertsysteme, wie funktionieren die? Das habe ich eigentlich gerade schon erklärt. Zum Beispiel, wenn man die 27 hat, ist das 2 mal 10 plus 7, also 2 mal 10 hoch 1 plus 7 mal 10 hoch 0. Und in einem anderen Stellenwertsystem, zum Beispiel zur Basis 4, funktioniert das ganz genauso. 27, jetzt müsste man gucken, wie komme ich zu so einer Stellenwertdarstellung? Eine Möglichkeit ist, das so zu machen, das nennt man auch das Horner-Schema. Ich gucke erstmal, wie oft passt die 4 da rein, das ist 6 mal plus 3. So, jetzt ist aber die 6 ist noch größer als die 4, also gucke ich auch noch, was ist denn die 6? Die 6 ist 1 mal 4 plus 2. So, jetzt habe ich nichts mehr, was größer ist als 4. Jetzt multipliziere ich das aus, bleibt da stehen, 1 mal 4 Quadrat plus 2 mal 4 hoch 1 plus 3 mal 4 hoch 0. Also hat die 27 die Darstellung 1, 2, 3 im Vierersystem. So, und das ist also eine wiederholte Division mit Rest, was dahinter steckt. Ich habe ja hier gesagt, also die 27 ist 6 mal 4 plus Rest 3. Und dann habe ich gesagt, die 6 ist 1 mal 4 plus Rest 2. Und wenn das jetzt eine größere Zahl wäre, wird das immer so weitergehen. Ja. Nee, das müsste ich Ihnen sagen. Also ich sage Ihnen, stellen Sie das mal im System zur Basis 4 dar. So, jetzt gebräuchlich zum Beispiel in Python hardcodiert 2, glaube ich, 16, 8. Ne? Die werden scheinbar irgendwie so in Computerdings ganz gerne benutzt. Da hat man dann manchmal das Problem, wobei die natürlich Standardfunktionen zum Umwandeln haben. Wie Sie es umwandeln sollen, sage ich Ihnen in den Übungen. So, wie funktioniert das N-aktiv? Ja, was man da macht bei der Division mit Rest ist ja, wenn Sie da so einen Haufen Hölzer haben und sollen die jetzt geteilt durch 4 rechnen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine ist, man schiebt lauter Haufen mit je 4 Objekten zusammen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich versuche genau 4 Haufen zusammenzuschieben. Und also es gibt 2 Möglichkeiten, grundsätzlich immer bei der Division. Wenn die aufgeht, glatt aufgeht, dann können Sie sagen, A20 geteilt durch 5, das kann ich mir so vorstellen, dass ich sage, ich nehme die 20 und teile die in 5 gleich dicke Haufen auf und dann gucke ich, wie viele sind in jedem Haufen drin. Da kommt 4 raus. Oder ich sage, ich nehme von der 20 immer 5er weg und gucke, wie viele Haufen sind am Ende da. Da kommen auch 4 raus. Und die Division mit Rest beruht halt auf diesem, dass ich sage, ich bilde immer Haufen von so und so viel Mächtigkeit. Also hier in diesem Fall, wenn ich sage, ich will A durch B teilen, nehme ich jetzt mal an, dass natürlich A mehr als B ist, sonst ist das ein bisschen langweilig. Dann gehe ich hin und sage, aha, ich bilde jetzt lauter Haufen mit B-Hölzern. Und da zähle ich am Ende, wie viele von diesen Haufen habe ich. Und im Normalfall geht sich das halt nicht immer ganz aus. Das heißt, es bleibt ein Rest. So, der Rest ist dann sicher immer kleiner als die Haufenbündelgröße. Ne? Also wenn ich sage, ich bilde da immer 5er Haufen, da geht das so lange, bis weniger als 5 da sind. Also der Rest ist auf jeden Fall immer kleiner als diese Anzahl der Hölzer, die ich gebündelt habe. Und das schreibt man jetzt förmlich als einen Satz auf, nicht? Dass man sagt, sei A Element N 0, also das darf auch 0 sein, keinen Haufen, geht auch. Aber B, das sollte dann schon nicht 0 sein. Ne? Sonst, da kommt man in philosophische Schwierigkeiten. 20 Hölzer, wie viele Haufen mit 0 Hölzern können Sie daraus bilden? Das machen wir lieber nicht. Also Division durch 0
wird einfach mal lieber nicht definiert. So, jetzt gibt es Zahlen QR aus N0, also es kann sowohl die Zahl Q0 sein, und das ist immer dann der Fall, wenn das B größer ist als das A, dann haben Sie direkt den Rest. Wenn Sie vier Hölzer haben und wollen da Fünferbündel draus machen, ist halt schwierig. Oder es kann manchmal auch der Rest 0 werden, das ist genau dann, wenn die Zahlen teilbar wären. So, also so, das A ist gleich Q mal B plus R, Q ist der Quotient und R ist der Rest. Und der Rest ist sicher kleiner als die Zahl, durch die man da dividiert hat. So, das ist das Erste. Es gibt solche Zahlen. Und der zweite Teil dann ist, das ist jetzt so wieder so umständlich aufgeschrieben, das ist auch eindeutig. Also wenn Sie sagen, 20 geteilt durch, nochmal was anderes, 23 geteilt durch 5 ist so und so, und sagen wir dann Quotienten und Rest und jemand anders macht das, dann haben die beide dieselbe Zahl. Das gibt's nicht. Das ist eindeutig. Also Existenz und eindeutig. Muss man also beides beweisen. Die Schreibweise 3 Rest 2 ist nicht ganz unproblematisch. Warum? In der Schule wird ja dann, in der Volksschule, zumindest zu meiner Zeit, ist das dann früher so aufgeschrieben worden, dass man zum Beispiel gesagt hat, also 14 geteilt durch 4 ist 3 Rest 2. Also 14 geteilt durch 4 ist gleich 3 Rest 2. Ne? 4 mal 3 ist 12, 2 Rest. 17 geteilt durch 5 ist gleich 3 Rest 2. Oh. Also ist 14 geteilt durch 4 dasselbe wie 17 geteilt durch 5? Na, hoffentlich nicht, ne? So, das ist irgendwie nicht so gut. Deswegen lernen wir ja dann später die Modulo-Schreibweise, wo man dazu sagt, bezüglich welcher Zahl der Rest gebildet würde. Also diese Schreibweise ist etwas problematisch, weil in dem einen Fall wird ja der Rest, ne, wenn man sich das vorstellt, das werden ja nachher 2/4 und in anderen Fall werden das 2/5 und das ist offensichtlich nicht dasselbe. Aber diese Darstellung 3 Rest 2 suggeriert, das hätte so ein eindeutiges Ergebnis. Aber der Rest ist ja immer bezüglich einer bestimmten Zahl. So, deswegen ist das nicht so clever, das so aufzuschreiben. Aber Sie wollen ja eh nicht Volksschullehrer werden. Also, okay. Jetzt, warum existiert das? Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Wie macht man das? So, jetzt, wir tun jetzt mal so, also Sie erfinden Ihre Programmiersprache gerade neu und Sie haben es schon geschafft, die Subtraktion zu programmieren, aber Sie haben noch keine Division programmiert. Dann würden Sie das so machen, dass Sie sagen, na ja, das kann ich einfach so machen. Ich ziehe immer 4 ab. Genauso wie Sie das beim Bündel mit den Hölzern auch machen würden. Da liegen die 27, jetzt nehmen Sie mal 4 auf die Seite, dann nehmen Sie nochmal 4 auf die Seite, nehmen Sie nochmal 4 auf die Seite und nachher zählen Sie, wie oft Sie was auf die Seite genommen haben und was noch an Hölzern da liegt. Und genauso ist das hier auch gemacht. Und die Abbruchbedingung ist, dass der Rest kleiner ist als die Zahl, durch die dividiert worden ist. So, jetzt müssen wir uns noch allgemein überlegen, wie sieht das allgemein aus? Allgemein sieht das so aus. Im ersten Schritt haben sie a minus b, im zweiten Schritt haben sie a minus 2b und im letzten Schritt haben sie a minus qb, weil das q ist ja genau dieses Ergebnis. Wie viele Schritte das sind, wissen wir nicht. Jetzt müssen wir uns überlegen, bricht das auch immer ab? Ist vielleicht für den Informatiker sehr eingängig, dass das schlecht wäre, wenn sie da eine Schleife haben. Also weil, ne, das ist ja dann immer ein weil, hört das auch wirklich auf oder läuft das immer weiter? Das müssen wir mal klären. Hier ist die Abbruchbedingung aber relativ leicht zu klären, weil a minus b ist sicherlich kleiner als a, würde ich mal sagen, ne? Weil b ist ja eine positive Zahl. Wenn Sie von einer positiven Zahl eine positive Zahl abziehen, wird die kleiner. A minus 2b ist kleiner als a minus b. A minus 3b ist kleiner als a minus 2b. Das heißt, hier in dieser Spalte haben Sie eine Folge natürlicher Zahlen, wo jedes Element kleiner wird. Also jedes Element ist kleiner als das nächste. Und da hatten wir den berühmten Satz, entweder jede Menge natürlicher Zahlen hat ein kleinstes Element oder analoge Formulierung, jede monoton fallende Folge natürlicher Zahlen bricht ab. Streng monoton fallende Folge natürlicher Zahlen bricht ab.
Und damit ist das geklärt. Das muss abbrechen, weil Sie haben eine Folge natürlicher Zahlen, die immer kleiner wird. Spätestens bei 1 oder bei 0 ist Feierabend. Kleiner wird es nicht. Also Division mit Rest funktioniert, existiert. Jetzt Eindeutigkeitsbeweis ist immer so ein bisschen albern. Funktioniert immer gleich. Man nimmt mal an, es ist nicht eindeutig und zeigt dann, dass das zu einem Widerspruch führt. Also nehmen wir mal an, Sie haben A mal Q, A ist gleich Q mal B plus R raus und Sie haben A ist gleich Q mal Q Strich mal B plus R Strich raus. Dann ist aber doch so, dass A ist beides mal dasselbe, also darf ich das wohl gleichsetzen. Jetzt können wir mal ohne Einschränkung, meint dieses OE, annehmen, dass Q Strich wäre größer als das Q. Also der eine hat einen größeren Quotienten rausbekommen als der andere. Die andere Möglichkeit wäre, der andere hat einen kleineren rausbekommen als der eine, aber das ist offensichtlich egal. Wenn sie gleich wären, dann hätten wir ja schon kein Problem mehr. Größer gleich. Na, der Gleichfall ist auch okay. Der Gleichfall wäre, dann würden wir uns ja schon freuen, dann wäre schon die Hälfte gelaufen. Aber ohne Einschränkung können wir das mal annehmen. So, jetzt bringen wir einfach das Q mal B auf die andere Seite und das R auch auf die andere Seite, weil es ja eine Gleichung. Also steht da Q' minus Q mal B ist gleich R minus R'. R minus R', das sind ja beides wieder natürliche Zahlen, ist auf jeden Fall kleiner gleich R. Oh, R minus R' muss kleiner als R sein. Und insgesamt ist das auch kleiner als B. Kann nicht anders sein. Der Rest ist ja immer kleiner als B, haben wir gesagt. Und der Rest minus irgendeine andere Zahl ist erst recht, ne? Also da gibt es keine Probleme. Also gilt insgesamt Q' minus Q mal B ist kleiner als B. Ja, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, weil Q' minus Q soll ja auch aus den nicht negativen ganzen Zahlen stammen. Und jetzt hat man da nicht so verdammt viele Möglichkeiten, B mal zu nehmen mit irgendwas, so dass das kleiner wird als B. Eins funktioniert nicht. Einmal B ist wieder B, das ist nicht kleiner als B. Also bleibt wohl nur 0 übrig. Also Q' minus Q muss 0 sein. Das ist aber lustig, weil wenn Q' minus Q ist 0 ist, dann gilt ja einfach Q' ist gleich Q. Und dann ist auch R' gleich R. Also gibt es das nicht, dass jemand da zwei verschiedene Quotienten rausbekommt. Die Division mit Rest ist eindeutig. Ja, die Division ist damit hier definiert als fortgesetztes Subtrahieren. Und es gibt den wichtigen Sonderfall, dass R gleich 0 ist, dann ist A gleich Q mal B. Und dann sagt man, B teilt A. So, die Division mit Rest kann man auch hübsch in Tabellenkalkulation machen, die genau das quasi umsetzt. Da werde ich jetzt nicht groß drüber reden. Das kann man sich mal im Internet angucken, wenn man da Freude dran hat, dann sehen Sie, wie das funktioniert. Es ist im Grunde genommen sind da genau diese Sachen umgesetzt. In der letzten Spalte gucke ich immer, ist der Rest noch größer? Wenn nein, dann übernehme ich immer was in die nächste Zeile und so weiter. Können Sie sich in Ruhe mal angucken. Es gibt die Division mit Rest in GeoGebra auch als eingebaute Funktion. Division A geteilt durch B ergibt als Ausgabe eine Liste Q, R. Also wenn Sie da 27 Division 27,4 schreiben, dann kommt da raus, was haben wir gerade gesagt, 27 teilt durch 4 ist 24, ist 6, Rest 3. Also kommt da dann raus, geschweifte Klammer auf, 6,3. So, und die ist aber auch definiert dafür, dass das A-Element Z ist und sogar so definiert, dass das B-Element Z ohne 0 sein kann. Also es können da auch negative Zahlen auftauchen. Und es ist noch krasser, die Division ist da so definiert für Polynome. Also Sie können vorne hinschreiben, x² plus 3x, also Division, x² plus 3x, x plus 1 und da macht er die Polynomdivision. Da kommt auch irgendein Ergebnis raus mit Rest. So, sehr einfach geht das natürlich in Programmiersprachen. Ja, ist relativ logisch. Sagen wir, am Anfang haben wir noch Quotient 0 und Rest ist noch A und solange der Rest noch größer als B ist, erhöhen wir Q um 1 und ziehen vom Rest B ab, solange das so ist und am Ende geben wir einfach Q und R wieder aus.
Dann haben wir die Funktion, die da in GeoGebra drin ist, nachgebastelt, allerdings nur für positive Zahlen. Ihre Aufgabe im Programmierbeispiel, machen Sie das mal für negative Zahlen, ist nicht so schwierig. So, aber da sieht man, das ist halt eine ganz einfache Weilschleife. Bei Ihren Folien sollte da unten noch drunter stehen, wie die Standardoperatoren in Python heißen. Das ist einfach A'', so zwei Schrägstriche, ist die Division ohne den Rest, also Ganzzahldivision. Und A%B ist der Rest von A bei Division durch B. Nun zur Darstellung natürlicher Zahlen in einem Stellenwertsystem, schreibt mein alter Ego von vor 10 Jahren. Also schauen wir uns das nochmal an. Wie kann man da drauf kommen? Das ist ja quasi eine fortgesetzte Bündelung von 27 immer mit b gleich 4. Das heißt, ich bilde erstmal Bündel der Größe 4 und im zweiten Schritt bilde ich dann Bündel von Bündeln der Größe 4. Das ergibt den zweiten Stellenwert. Und als dritten Stellenwert habe ich dann Bündel von Bündel der Größe 4 von Bündel der Größe 4. Ja? Also 16, also im ersten Stellenwert habe ich 1er, noch keine Bündel. Zweiter Stellenwert habe ich Bündel der Größe 4. Dritter Stellenwert habe ich Bündel, 4er Bündel von 4er Bündeln, also 16er. Und das geht dann immer so weiter. So, und so macht man das dann auch. Ja, sieht man hier nochmal. Das erste Mal bündel ich in 4er Größen und das zweite Mal bilde ich dann von dem, was da übrig bleibt, wieder 4er Bündel. Das sind also 4er Bündel von 4er Bündeln, also 16er Bündel ist die vordere Ziffer. So kann man auch so aufschreiben und das nennt man da auch das Horner-Schema. Auch hier fragt man sich wieder, warum bricht das Ganze ab? Diesmal richten wir unseren Blick auf die Qs. Die Qs sind diese Zahlen vorne, also am Anfang ist das erste Q ist 27, das zweite Q ist 6 und das dritte Q ist 1. So, und auch da ist das eben wieder so, dass wenn man sich das überlegt, das eine absteigende Folge von Zahlen ist. Die werden immer kleiner. Und dann muss das wieder abbrechen. Natürliche Zahlen, absteigende Folge, bricht ab. Also funktioniert das als Stellenwertalgorithmus. Hier ist der nochmal etwas anders aufgeschrieben, wo man dann ganz schön sieht, was man in den Stellenwerten stehen hat, sind immer die Reste. So, ich dividiere nacheinander und was übrig bleibt, sind immer die Reste. Jetzt stellen wir da die Zahl, meinetwegen 38.704 im Stellenwertsystem zur Basis 7. Also schreiben wir auf, 38.704 ist 5.529 mal 7 plus Rest 1. Der Rest 1, der da hinten steht, das ist jetzt die Einerstelle. So, jetzt machen wir weiter. 5.925 kann ich wieder bündeln, sind 798 mal 7, bleibt ein Rest 6, das ist die Zehnerstelle. Jetzt gehe ich wieder weiter, bündel das, bis irgendwann da steht 0 mal 7 plus 2, dann bin ich fertig. Das ist die vorderste Stelle. Also bei vorgegebener Basis, und das funktioniert immer, mich wundert gerade, dass ich das nicht nochmal als Allgemeines hier habe. Ups, so, aber scheint es nicht zu geben. Ne? Man könnte sich das jetzt auch wieder allgemeiner als Algorithmus aufschreiben, aber man sieht es hier an dem Beispiel auch wieder. Hier sieht man ganz schön die Zahlen, die da immer kleiner werden, was ich gerade gesagt habe. 38.704, 5.529, 789, 112, 16, 16, fertig. Na Moment, da müsste stehen 2. Ja, ich wundere mich schon gerade. Weil sonst hätte ich auch ein Problem, das muss ich noch korrigieren. Da mache ich auch einen Zweier draus. Im Video male ich da einfach rüber und in der Folie tausche ich es noch aus. Na, Sie haben recht, da muss ja der Zweier stehen. Ich nehme ja immer das, was vorne steht, wieder in die nächste Zeile. Das ist einfach ein Tippfehler. Ich habe mich schon gewundert, das wäre nämlich ganz schlimm. Da hätten wir ja keine streng monoton fallende Folge mehr. Und wenn die nur monoton ist, dann kann die ja immer auf demselben Wert bleiben. Dann bleibt aber ihre Weilschleife hängen. Da hilft Ihnen nichts, wenn das monoton ist. Das muss schon streng monoton fallen. So muss wirklich in jedem Schritt kleiner werden, echt kleiner. Wird's aber auch, ne? Weil ich ja immer da mindestens die 7er abziehe. Mindestens 7, vielleicht sogar ein Vielfaches von 7. So, und jetzt sagen wir, damit gilt, also bei vorgegebener Basis B, die sollte möglichst nicht 1 sein. Also Stellenwertsystem zur Basis 1 gibt's nicht. Ne? Ist offensichtlich. Bei Division durch 1 haben sie keine Reste. Ein bisschen schwierig, dann da halt ein Stellenwertsystem zu machen. Haben sie halt eine Stellenzahl S, ist dann eindeutig bestimmt, und die Ziffern. Und die Ziffern sind eben die Vielfachen der Potenzen der Basis. So, Basis, in Englisch heißt das, glaube ich, Radix manchmal auch.
So, und das kann man auch wieder als Algorithmus sehr nett in GeoGebra machen. Oder noch netter eigentlich, gibt es eingebaute Umwandlungen auch in GeoGebra, und zwar zu Basis und von Basis. Die haben allerdings einen Nachteil. Es gibt unterschiedliche Konventionen, wie man Stellenwertsysteme aufschreibt, wo die Basis größer als 10 ist, weil wir haben ja eigentlich nur 9 Ziffern. Informatiker fangen dann oft einfach an, das Alphabet weiter zu benutzen. Also zum Beispiel in ihrem 16er-System haben sie dann noch die Buchstaben A bis F. Und wenn sie A bis Z nehmen, dann kommen sie noch bis 36 Ziffern hin. Oder habe ich mich da verrechnet? Ich glaube, das kommt hin. 9 plus 27 ist 36, klingt gut. Danach kriegen sie jetzt Probleme. Und deswegen rechnet ihnen das GeoGebra zu Basis von Basis nur, wenn die Basis kleiner gleich 36 ist. Beziehungsweise 37 müsste es heißen. Deswegen sind auch die Aufgaben auf dem Übungszettel alle mit dem Stellenwertsystem zur Basis 60. Du kannst das GeoGebra nicht benutzen. Aber sie könnten sich natürlich ein Python-Skript schreiben, und da ist das tatsächlich auch wieder eigentlich nur eine Weilschleife, zumindest wenn sie die Standardfunktion benutzen. Wenn ich jetzt sehr viel Zeit hätte, habe ich aber nicht, würde ich Ihnen noch zeigen, wie da die Laufzeitunterschiede sind. Sie können sich das mal angucken, wenn Sie dieses Trinket-Beispiel sich ansehen. Hier habe ich die Standardoperatoren benutzt, also dieses A% B heißt einfach, solange A größer B ist, ermittelt man den Rest von A bei Division durch B. Und dann setzt man als neues A hin, das, was entsteht bei A durch Division mit B ohne den Rest. Genau so ist das da gemacht gewesen. In der ersten Zeile 27 geteilt durch 4, bleibt der Rest 3. Und dann das nächste, was ich mir angucke, 6. Und das ist genau 27 geteilt durch 4 ohne den Rest. Und dann geht das wieder los in den nächsten Stellenwert und so weiter. Das heißt, mehr als diese 3 Zeilen brauchen Sie nicht für ein Stellenwertsystem. Dann muss man noch ein bisschen hingehen, und deswegen ist das Skript, wenn Sie sich es auf Trinket ansehen, länger, dass man das irgendwie gescheit formatiert. Die mathematische Konvention ist normalerweise, dass man, wenn man ein Stellenwertsystem hat, wo die Basis größer als 9 ist, einfach die Stellenwerte durch Beistriche trennt. Also dann kann man... Da steht zum Beispiel 100,5 im Stellenwertsystem zur Basis 101. Ne, ist ja was anderes als 10, als 100 war jetzt ein blödes Beispiel. Ich sollte auch nicht immer nur in der Luft reden, sondern was schreiben. Also hier im 60er-System zum Beispiel. Da könnte ich ja stehen haben 9,5 zur Basis 60. Oder ich könnte da stehen haben 5,9,5 zur Basis 60. Das hier wäre 59 mal 60 hoch 1 plus 5. Und das hier wäre 5 mal 60 Quadrat plus 9 mal 60 hoch 1 plus 5. So, und da nimmt man diese Beistriche als Trenner. Weil man hat ja nicht beliebig viele Buchstaben. Und da trennt man das einfach durch Kommata oder durch Beistriche, wie Sie sagen, oder durch ein Semikolon kann man auch machen. So, und das habe ich, deswegen das Skript, was Sie dann finden, formatiert das noch schön. Ach ja. Deswegen ist das länger als diese 3 Zeilen. Aber im Grunde genommen ist das nicht mehr als diese 3 Zeilen. Und Sie werden aber feststellen, wenn Sie meine Division mit Rest, also die Division mit Rest, die in Python eingebaut ist, ist viel effizienter als die, die wir uns selber gebastelt haben. Wenn Sie da große Zahlen eingeben, dann können Sie teilweise einen Kaffee trinken gehen, bis das dann da ist. So, jetzt haben wir schon 4:30. Bis 5 darf ich immer, ne? So, jetzt gäbe es eigentlich, ja, die Übung sollten wir auf jeden Fall machen. Das ist wichtiger, als dass wir noch zu den Primzahlen kommen. Nämlich, das ist eine wichtige Übung für eine Sache, die auf dem Übungszettel auch drauf ist. Es gibt zum Teil sehr interessante Muster, wenn man so Sachen als Zahlen darstellt. Insbesondere solche, die die sogenannten binomischen Formeln betreffen. Ich fordere Sie hier mal auf, oder wir machen das jetzt zusammen, um es ein bisschen zu beschleunigen, würde ich vorschlagen, ja. Dass wir können uns mal angucken, was ist eigentlich die Zahldarstellung von 3, 8, für die Stellenwertsysteme 3, 8 und 10. Für die Zahl
in Klammern b plus 1 zum Quadrat. Nehmen wir mal b plus 1 zum Quadrat. In 3, 8 und 10er System. So, also b plus 1 in Klammern zum Quadrat für 3, 8 und 10. So, also jetzt erstmal b gleich 3. 3 plus 1 Quadrat ist gleich 16. 16 ist gleich 9 plus 6 plus 1 ist gleich 9 plus 2 mal 3 plus 1 ist gleich 1 mal 3 Quadrat plus 2 mal 3 hoch 1 plus 1 mal 3 hoch 0 ist gleich 1, 2, 1. Im Stellenwert zur Basis 3. Jetzt keinen Quatsch gemacht, alles richtig gerechnet? Schon, ne? 9, 6 ist 15 plus 1 ist 16, klingt gut. So, jetzt machen wir mal im Achtersystem. 8 plus 1 in Klammern zum Quadrat ist 9 zum Quadrat ist 81, oder? 81 im Achtersystem. So, jetzt machen wir das mal so richtig, wie wir es gelernt haben. 10 mal 8 plus 1 ist gleich. 10 ist 1 mal 8 plus 2 mal 8. Also ist das gleich 1 mal 8 Quadrat plus 2 mal 8 plus 1. Ist also gleich 1, 2, 1 im Achtersystem. Haben Sie eine Vermutung, was es für das Zehnersystem ist? Da ist es relativ leicht. Ne? 10 ist gleich 10 plus 1 ist 11, Quadrat ist gleich 121. Also die Vermutung ist hier wohl so, dass das in jedem Stellenwertsystem ist. Und jetzt, das ist interessant für Sie, für die Übung, wie macht man das eigentlich, dass man das allgemein ansieht? Naja, b plus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich b Quadrat plus 2b plus 1. Also ist gleich 1 mal b Quadrat plus 2 mal b hoch 1 plus 1 mal b hoch 0 ist gleich 1, 2, 1 im Stellenwertsystem zur Basis b. Das gilt allgemein, das gilt immer. Und so ähnlich funktionieren die Aufgaben mit b, die da auf dem Übungszettel sind. Für b-1 kommt was Ähnliches raus. Das verrate ich nicht. Das kann Herr Schumi im Tutorium machen. So. Übrigens auch für b plus 1 mal b-1 kommt auch immer. Kriegen Sie auch eine Systematik. Wollen Sie noch b-1 sehen? B-1 Quadrat. Ja. Ja, okay, dann machen wir das noch. B-1 Quadrat. Das ist auch ein bisschen schwerer. B-1 Quadrat. Also b-1 in Klammern zum Quadrat. Jetzt wieder im Stellenwertsystem zur Basis b ist gleich 3. 3 minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 4 ist gleich 3 mal 1 plus 1, oder? Also 1 mal 3 plus, so sollte ich das schreiben, 1 mal 3 plus 1 ist gleich 11 zur Basis 3. B ist gleich 8. 8 minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich, 7 Quadrat ist 49, ja? Ist in Ordnung, habe ich noch nicht verrechnet. Sehr gut. 49 geteilt durch 8 ist, 48 geht gut durch 8, das ist 6. Also ist das 6 mal 8, oder? Sieht auch alles gut aus. 6 mal 8 plus Rest 1 ist gleich. Ja, fertig, ne? 6, 1 im Achtersystem. Da sieht man vielleicht noch nicht so genau, was die Gesetzmäßigkeit ist. B ist gleich 10. 10 minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 9 Quadrat ist 81 im Zehnersystem. Sehen Sie jetzt unter Umständen, was hier passiert? Hinten steht schon mal immer 1 und vorne steht immer b minus 2.
Hier steht 10 minus 2 ist 8, hier steht 8 minus 2 ist 6, hier steht 3 minus 1 ist 1. Also Vermutung, ne? Vermutung ist, da kommt immer raus b minus 2,1 im Stellenwertsystem zur Basis b. Ja, das müssen wir jetzt einfach wieder ausrechnen, ob das hinhaut. B minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich b Quadrat minus 2b plus 1. So, das ist jetzt ein bisschen doof, da können wir jetzt, ne, wir können ja den Stellenwert nicht minus 2 reinschreiben. Sonst wären wir schon fertig, dann würden wir sagen, oh ja, ist ja locker, das ist 1 minus 2, 1. Ja, aber das gibt's ja nicht. So, und deswegen muss man hier vorne, wir hätten gern das b minus 2, also klammern wir das mal aus. So, und dann steht hier also b minus 2 mal b plus 1. Naja, was steht denn da? B minus 2,1 Stellenwertsystem zu Basis b. Und das funktioniert auch immer, weil b minus 2 ist ja auf jeden Fall kleiner als b. Das heißt, sie haben hier nie einen Übertrag. Oh, da kann nichts schief gehen. B minus 2, egal wie groß sie den Stellenwert wählen, b minus 2, das geht jetzt nicht in die b-Quadratstelle rein. Und b minus 2 kann ja nicht größer als b sein. So, also ist das hier sozusagen immer ein Rest und damit sind sie da fertig. So. Und Herr Schumi macht dann im Tutorial macht er das auch nochmal für a minus b mal a plus b, also für b minus 1 plus mal b plus 1 und dann sind sie eigentlich für das eine Beispiel da sehr gut vorbereitet. Okay, dann schauen wir uns mal die Rechnerei in den Stellenwertsystemen an. Das Rechnen in den Stellenwertsystemen funktioniert völlig unabhängig davon, in welchem Stellenwertsystem Sie sind, funktionieren die von Ihnen gewohnten Additions- und Multiplikationsverfahren weiter. Das Einzige, was lästig ist, ist, dass Sie die Überträge natürlich überhaupt nicht gewöhnt sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum man in der Volksschulausbildung, also der Ausbildung für Volksschullehrer in Deutschland, lässt man sehr viel die Primarlehrer in anderen Stellenwertsystemen rechnen, damit die sich nochmal fühlen wie Volksschüler. Weil die Volksschüler können die ganzen Überträge im Zehnersystem noch nicht. Und wenn ich sie zwinge, das im Vierersystem zu rechnen, dann versetze ich sie quasi nochmal in sie selbst rein, als sie das Dezimalsystem kennengelernt haben. Da haben sie nämlich auch die ganzen Überträge noch nicht auswendig gewusst. Und im Vierersystem kennen wir die auch nicht. Aber machen wir das mal. 2 plus 3 ist 5. 5 ist im Vierersystem 11. Also kommt eine 1 rein und eine 1 wird hochgeschoben. 1 plus 1 ist 2 plus 2 im Vierersystem ist 10, also 0 unten. Und eine 1 kommt in den Übertrag. 1 plus 3 ist 4 plus 1 ist 5. Ist 11 im Vierersystem, also wieder ein Übertrag von 1, der wird vorne hingeschrieben, also ist das 1101. Im Vierersystem habe ich addiert, ohne das vorher umzuwandeln. Jetzt muss man das natürlich noch kontrollieren, aber da, weil ich das vor 10 Jahren gemacht habe, stimmt da fast alles. Nein, so, also das haut hin. Und so kann man in jedem Stellenwertsystem rechnen. Die eine interessante Frage, oder für einige Leute ist das interessant, ist, was bringt das eigentlich, so eine schriftliche Addition? Naja, die Idee ist ja da, dass man nur das kleine 1 plus 1 lernen muss und dann beliebig große Zahlen addieren kann. Und die informatisch interessante Frage ist vielleicht, wie viele Ziffernadditionen eigentlich nötig sind. Also wenn ich zwei k-stellige Zahlen addiere, wie viele Ziffern muss ich dann maximal addieren? Weil davon hängen dann gewisse Geschwindigkeitsdinge ab. Und das sieht man ganz gut, wenn man das so etwas umständlich sich aufschreibt. Und das ist da wieder egal, in welchem Stellenwertsystem Sie sind. Jetzt sehen Sie so 274 plus 123, da haben wir halt Schwein gehabt. Also mit weniger als so vielen Additionen, wie man Ziffern hat, kommt man sicher nicht aus. Und wenn Sie zwei dreistellige Zahlen addieren, haben Sie schon mal auf jeden Fall drei Additionen von Ziffern. Und dann haben Sie vielleicht Überträge. Und jetzt ist die Frage, wie viele Überträge können Sie denn schlimmstenfalls haben? Genauso viele, wie man Stellen hat. Ja, und damit ist dann der folgende Satz bewiesen. Um 2k-stellige natürliche Zahlen zu addieren, braucht man höchstens 2k-Additionen von Ziffern. Nämlich k für die Ziffern selbst. Und dann unter Umständen noch schlimmstenfalls, wenn man Überträge hat, noch die Addition von den Ziffern. Und das ist unabhängig vom Stellenwertsystem. Hier sehen Sie, dass im Einer-System gemacht ist das genauso. Hier haben Sie 1, 2, 3, 4 stellige Zahlen, brauchen Sie maximal 8 Additionen. Und hier ist das eben so gemacht, dass die Überträge immer so schön brav untereinander geschrieben sind. Auch das können Sie sich in GeoGebra angucken, wenn Sie lustig sind. Oder Sie gucken sich in Python an. In Python ist es sogar für beliebig große Zahlen.
Und der formatiert das auch ganz schön. So, und jetzt kommt die schriftliche Multiplikation, hat natürlich im Prinzip denselben Zweck. Die Multiplikation von Zahlen auf das kleine 1 mal 1 plus das kleine 1 plus 1 zurückzuführen. Und hier können wir uns auch wieder fragen, wie viele Ziffern Multiplikation sind nötig. Und da schlägt der Herr Beutelsbacher vor, sich das mit folgender etwas ungewohnter Multiplikationsmethode klarzumachen. Hier sehen Sie die Aufgabe 21 mal 32, glaube ich. Ne? Ja. So, und wie macht man das? Man malt so schräge Striche hin. So hier für die Zehner, 20, dann ein bisschen Platz lassen, 1. Und dann malen sie in der anderen Richtung 32, 1, 2, 3 und 2. So, wenn sie jetzt 400 hätten, würden sie nochmal wieder ein bisschen Platz lassen und da unten 4 Striche machen. Und jetzt sagt er, jetzt kann ich nachgucken, wo steht jetzt das Ergebnis. Ganz links sind die Zehner mal die Zehner, das sind also die Hunderter. Da sind die 600er. In der Mitte ist immer 10er mal 1er. Das sind die 10er. Das sind 4 plus 3. Und ganz rechts haben sie die 1er. Das sind 2. Und jetzt sieht man ganz gut, man hat hier 1, 2, 3, 4 Additionen für 4 Multiplikationen für 2 zweistellige Zahlen. Wenn die jetzt dreistellig wären, dann hätte man 3 dreimal so ein Block und nochmal dreimal so ein Block, hat man also 9 solche Multiplikationen von Ziffern und so weiter. Das heißt, um eine k-stellige natürliche Zahl mit einer einstelligen Zahl zu multiplizieren, braucht man offensichtlich k-Multiplikationen, das ist relativ klar. Und durch dieses Bild wird auch klar, um zwei k-stellige Zahlen miteinander zu multiplizieren, braucht man höchstens k-Quadrat-Multiplikationen von Ziffern. Warum steht da höchstens? Wenn irgendwo 0 steht, dann müssen Sie hoffentlich nicht multiplizieren. Sondern schreiben einfach wieder die 0 hin. An sich müssen Sie auch nicht multiplizieren, wenn da eine 1 steht, hoffentlich. Schreiben Sie auch einfach die Zahl nochmal wieder hin. Also braucht man auch da höchstens diese Anzahl. So, und interessante Fragen, die dann in der Übung sind, wie viel braucht man denn für eine K- und eine H-stellige oder für 3 K-stellige? Folgt aber sehr direkt aus dem Satz. Komplexität der Multiplikation. Zum Nachlesen in diesen Dingen. Also, ich schaffe ja noch 10 Minuten. Primzahlen kriegen wir noch. Ja, das kriegen wir alles noch hin. So, was ist eine Primzahl? Hier dieser Comic aus dem, geklaut aus dem Buch vom Kirsch, wobei der den wahrscheinlich auch nicht selber gemalt hat, kriege ich also eine Abmahnung. Was ist eine Primzahl, Peter? Etwas, das niemals herauskommen kann bei einer Multiplikationsaufgabe, die Sie geben. Natürlich vernünftige Aufgaben, nicht so alberne, wo ein Faktor eine 1 ist. War eigentlich keine ganz schlechte Erklärung, wie sie da steht, die auch wegen einer gewissen Streitfrage dann direkt Klarheit schafft. Man kann das auch so machen, man kann sagen, erstmal, was ist Teilbarkeit? Es sei A eine Zahl Element Z, diese heißt durch B Element N teilbar, wenn gilt. Es gibt eine andere Zahl N Element Z, so dass N mal B genau A ergibt. B heißt dann der Teiler von A. Man schreibt auch B mit so einem dummen Strich dazwischen gelesen. B teilt A. Und prim, das Wort prim heißt ursprünglich sowas wie primitiv, ursprünglich oder nicht zerlegbar. Und das meint, nicht prime Zahlen kann man als Produkt von zwei ordentlichen Zahlen schreiben. Primzahlen kann man nur als Produkt sich selbst mit sowas doofen wie der 1 Zahlen, die ist also nicht weiter zerlegbar, hat keine anderen Teile außer 1 und sich selbst. So, und dann ist diese Definition, eine Zahl P aus N heißt Primzahl oder Prim, wenn sie ungleich 1 ist und nicht als Produkt zweier kleinerer natürlicher Zahlen dargestellt werden kann. Das ist, oder man kann das auch anders sagen, man kann auch sagen, Primzahlen haben genau zwei Teiler. Also 1 ist keine Primzahl. Es gibt auch Lehrer, die sagen, eine Primzahl ist eine Zahl, die ist nur durch 1 und sich selbst teilbar. Da hat man sofort Stress. Die 1 ist ja auch durch 1 und sich selbst teilbar. Also es ist besser zu sagen, die sich nicht durch zwei kleinere natürliche Zahlen teilen lässt oder die genau zwei Teile hat, dann hat man keinen Stress mit den blöden Schülern. So, geometrisch kann man sich das auch vorstellen. Nicht prime Zahlen kann man als Rechtecke darstellen, wo nicht eine Seitenlänge 1 ist. Bei allen anderen
bei Primzahlen geht das nicht. Eine Primzahl kann ich immer nur als ganz lange Kette von Punkten darstellen. 11 ist nur einmal 11. Wie findet man alle Primzahlen? Ist auch nicht so super. Also insbesondere Informatiker müssen das wahrscheinlich in der zweiten Vorlesung zur Aesop schon programmieren. Das Sieb von Eratosthenes. So sage ich immer falsch, schreibe ich auch 90% der Zeit falsch. So, wie funktioniert das? Man schreibt sich die mal alle so schön hin und jetzt geht man hin und zwei, also alle, die durch zwei teilbar sind, können wir schon mal streichen. Wie findet man die? Indem man immer zwei weiter hopst. Ja, und wie findet man die, die durch drei teilbar sind? Indem man immer drei weiter hopst und die durch, so, und durch vier braucht man schon gar nicht mehr gucken, weil die vier hat man ja schon weggestrichen. So, muss ja also noch die fünf gucken. Ja, hopse ich noch, die sieben hopse ich noch und dann ist schon Feierabend, weil elf ist irgendwie Quatsch, ne? Ab 11 keine Streichungen mehr, denn um alle Primzahlen bis zu einer Zahl n zu bestimmen, benötigt die Streichung nur für Zahlen kleiner gleich Wurzel n vor. Sie sind mit der 7 schon fertig mit dem Streichen. Die 11 brauchen Sie gar nicht mehr streichen. Kann man auch wieder sehr schön in Python machen. Sieb, ne, gucken Sie sich mal an in Ruhe. Insbesondere habe ich Ihnen auch noch sowas da reingegeben. Warum nenne ich das Aschenputtelplot? Was sagt Aschenputtel zu den Vögeln? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ja, also die Guten sind hier die Blauen und die Schlechten sind hier die Grünen. Da sehen Sie die Primzahlverteilung. Das wird allerdings irgendwann etwas unübersichtlich, wenn man das so aufzeichnen würde. Was man hier aber ganz nett sieht, sind zum Beispiel diese berühmten Primzahlzwillinge. Also die, wo nur eine andere Zahl dazwischen ist, da ist noch mal einer, da ist noch mal einer. Aber wenn ich das jetzt für 1000 plotte, sieht man irgendwann nichts mehr, weil die Punkte zu klein werden. Was man aber zum Beispiel noch ganz nett darstellen kann und was einigermaßen performant sogar ist, obwohl es genau ich arbeite quasi mit meinem selbstprogrammierten Sieb des Eratosthenes, was ich da darstelle, ist, auf der X-Achse sind sozusagen die Zahlen, und auf der Y ist, wie viele Primzahlen gibt es bis zu der Zahl. Und dann sehen Sie hier so, wenn Sie das von, was ist das hier, von 1 bis 300 aufgezeichnet, na, da gibt es mal hier relativ lange Phasen, wo gar nichts passiert. Da kommt überhaupt keine Primzahl dazu. So, und hier gibt es auch mal wieder so eine lange Phase. Und hier, das hat dann schon ein bisschen länger gedauert, da ist es, glaube ich, bis 30.000. Ich habe schon lokal gemacht, habe erstmal Wäsche aufgehangen und so. Dann bin ich wieder gekommen und dann hat man halt das da dargestellt. Und dann sieht man, dass das so leicht gebogen ist und das lässt sich grob abschätzen mit, also es gibt unter der Zahl x ungefähr x geteilt durch ln x Primzahlen. Aber was viel wichtiger ist, es gibt unendlich viele Primzahlen. Das schaffen wir locker in 10 Minuten, den Beweis. Der ist nicht besonders schwierig. Ich mache den jetzt sehr n-aktiv, den Beweis. Es gibt den auch anders. Wir nehmen auf jeden Fall mal diese typische euklidische Idee, den haben ja wahrscheinlich viele auch schon mal gesehen. Wenn sie sehr ehrgeizige Lehrer haben, zeigen die das mal gerne. So, also, die Idee ist, hinter jeder Primzahl gibt es eine weitere. Also, wir haben jetzt 2 und 3 gefunden, dann sagen wir, wie finde ich denn eine neue Primzahl? Da sagt der Euklid, du nimmst alle bisherigen Primzahlen mal, und addierst noch einen drauf. So, und jetzt hat der halt richtig Glück. 2 mal 3 plus 1 ist 7 ist wieder eine Primzahl. Und das geht so weiter. Das liefert aber nicht immer eine Primzahl. Wenn das so wäre, wäre ja geil. Ne? Hat man eine Formel, wo man alle Primzahlen mitfindet. Nein, aber das liefert immer neue Primzahlen. Das weiß man sicher. Auch dieses 30, 0, 0, 31 ist zwar keine Primzahl. Das hat aber 2 Primfaktoren, die hier bislang in dieser Auflistung der ersten N-Primzahlen noch nicht vorgekommen sind. Also man findet nicht, das, was da rauskommt, ist nicht immer eine Primzahl, ne? Aber es enthält immer einen neuen Primfaktor. Wenn Sie die ersten N-Primzahlen, die Sie gefunden haben, miteinander mal nehmen und einen da drauf addieren, dann ist das auf keinen Fall durch die bisher hingeschriebenen Faktoren dividierbar. Durch keinen. Weder durch 2 noch durch 3, 5 noch durch 7, noch durch 11. Und das machen wir uns jetzt klar. Warum das nicht sein kann, dass 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 plus 1 durch 2 oder durch 3 oder durch 5 oder durch 7 oder durch 11 teilbar sein kann. Weil da kommt nur 1 dazu.
Und damit das hinhauen müsste, müsste die 1 ja auch durch 2, 3, 5 teilbar sein. So könnte man sagen. Aber wir machen das jetzt so. Nach jeder Streichung eines Vielfachen einer neuen Primzahl bleibt in Sieb von Eratosthenes mindestens eine nicht gestrichene Zahl übrig. Die kleinste nicht gestrichene Zahl ist dann stets eine neue Primzahl, sage ich. Beim Aussieben von 2 werden alle Vielfachen von 2 gestrichen. Beim Aussieben von 3 werden alle Vielfachen von 3 gestrichen. Beim Aussieben von p werden alle Vielfachen von p gestrichen. Die Zahl 2 mal 3 mal p wird in jedem dieser Schritte gestrichen. Also wenn Sie das immer machen und streichen immer durch, ne? Zum Beispiel bei 6 2 mal 3, die haben Sie im Zweierdurchgang, könnten Sie die streichen und im Dreierdurchgang streichen Sie die. Und wenn Sie jetzt 2 mal 3 mal 5 nehmen, das ist 30 hoffentlich, ja, dann ist sie auch im Zweierdurchgang, im Dreierdurchgang, im Fünferdurchgang gestrichen. Und die Behauptung ist, 2 mal 3 mal, mal p plus 1 ist noch nie gestrichen worden, weil wenn ich streiche in dem Sieb des Eratosthenes, dann lasse ich immer mindestens eine Zahl aus. Eigentlich sogar viel mehr. Eine Zahl auslassen tue ich bei den Zweiern, bei den Dreiern lasse ich immer 2 Zahlen aus, bei den Fünfern lasse ich immer 4 Zahlen aus beim Streichen. So, das heißt, wenn ich eine Zahl habe, die ist von allen bisherigen gestrichen worden, dann ist die, die danach ist, sicher nie gestrichen worden. Das kann gar nicht sein, weil es ist ja immer eine mindestens ausgelassen worden. Manchmal sind auch 2, bei der Dreier sind 2 ausgelassen und so weiter. Aber es gibt nie, dass Sie in einem Durchgang 2 Zahlen streichen, die direkt nebeneinander stehen. Aber die Zahl 2 mal 3 mal mal p, die ist immer gestrichen worden. Und dann ist die Zahl, die direkt danach steht, die ist noch nie gestrichen worden. Also finden Sie so immer eine neue Primzahl. Gibt es ja auch nochmal als Bildchen. Erste Streichung, jetzt wählen Sie die kleinste Zahl aus, die noch nicht gestrichen worden ist. Das ist die 3. Jetzt streichen Sie wieder. So, und jetzt gucken Sie mal, neben der 6, das ist 2 mal 3, steht wieder eine, die noch nicht gestrichen worden ist. Weil die 6 ist ja im ersten und im zweiten Durchgang gestrichen worden. Jetzt nehmen Sie die 7 her, jetzt nehmen Sie erst die 5 her und würden damit streichen. Ja, und jetzt geht es so weiter. So. Gut, noch einige berühmte Primzahlformeln. Ich komme genau mit meinen Folien hin. So, es gibt die Mersennezahlen. Das sind nicht immer Primzahlen. Auch das ist keine Primzahlformel. Die liefert also nicht immer eine Primzahl. Die ist höchstens dann eine Primzahl, wenn dieses n, was da oben steht, selbst eine Primzahl ist. Sonst ist es eh keine Primzahl. Aber selbst dann, wenn da oben p steht, kommt da nicht immer eine Primzahl raus. So Formeln gibt es nämlich gar nicht. Zumindest kennt man bislang noch keine. Und das ist auch ganz gut, sonst können wir noch ruhig bezahlen und so. Weil die Primzahlen sind ja für die Kodierung relativ wichtig. So, und auch diese Fermat-Zahlen 2 hoch 2 hoch n, da ist das so, für die ersten 5 liefert das immer eine Primzahl. Für 5, für 6, 30 keine. Und ob es danach noch mal welche gibt, weiß man immer noch nicht so genau. Also man hat da schon relativ weit ausprobiert. Und es gibt irgendwie so Wahrscheinlichkeitsüberlegungen, dass das eigentlich nicht sein kann. Aber wirklich bewiesen ist es nicht, dass da nicht doch vielleicht noch mal einer eine Fermatsche Primzahl findet. Stand der Dinge, das habe ich noch mal verifiziert, ist heute nicht anders wie vor 10 Jahren. Man kennt bis heute keine Formel, die ausschließlich Primzahlen liefert. Geschweige denn eine Formel, die alle Primzahlen liefert. Geschlossene Formel meint das immer. Und man weiß, dass es unmöglich ist, eine ganz einfache Formel zu finden. Also zum Beispiel einfach irgendein Polynom. Man weiß aber nicht, ob es unmöglich ist, überhaupt eine Formel zu finden, die alle Primzahlen liefert. Und wer die findet, macht quasi die gesamte Verschlüsselung kaputt. Das wäre nicht gut. Ja, und jetzt habe ich eh keine Formel mehr und wir haben auch keine Zeit mehr. Passt. Gut, dann bis nächste Woche ist Übung. Bitte dran denken. Jetzt gibt's wöchentlich eine Rhythmusübung. Dafür sind Übungen etwas kürzer.